In diesem Video erfährst du, warum es richtig ist, das Richtige zu tun. Vor kurzem stand ich vor einer schwierigen beruflichen Entscheidung. Ich war gerade im Bewerbungsprozess bei einer sehr großen Firma und der Job hat mich eigentlich wirklich interessiert. Ich hatte die richtigen Qualifikationen, der Job wäre gut bezahlt gewesen und meine Leistung wäre für dieses Unternehmen auch sehr sinnvoll gewesen. Das heißt, für mich wäre es gut gewesen und für die Firma wäre es gut gewesen. Aber dann kam eine Frage in meinem Kopf auf. Und diese Frage lautete: Was willst du wirklich in diesem Leben erreichen? Wofür möchtest du die Zeit in deinem Leben aufwenden? Weil versteh mich nicht falsch, zunächst dachte ich auch, okay, ich kann ja den Job ein Jahr lang ausprobieren. Und wenn mir der Job nach einem Jahr nicht gefällt, kann ich ja wiederum was anderes machen. Aber dann dachte ich mir, okay, ein Jahr das Falsche tun ist zu lange. Nein, ich möchte das Richtige tun. Dies war keine leichte Entscheidung. Und bei jeder Entscheidung kann man sich ja prinzipiell mal drei Fragen stellen. Die erste Frage ist: Ist diese Handlung gut für mich selber? Die zweite Frage ist: Ist diese Handlung gut für den anderen? Die dritte Frage ist: Ist diese Handlung gut für das große Ganze? Ich meine, die erste Frage ist schnell beantwortet meistens, weil meistens glaubt man zu wissen, was gut für einen selber ist. Das heißt, wenn man einen Job annimmt, wenn man einen Handel durchführt, dann tut man das meistens im Hinblick darauf, ob es gut für einen selber sein wird. Die zweite Frage ist, denke ich, auch recht wichtig, dass wenn du mit jemandem handelst, dass du auch schaust, ist das gut für mich einerseits, aber ist es auch gut für den anderen? Steigt der andere auch gut damit aus oder übervorteile ich den anderen? Wenn ich moralisch handeln möchte, dann gilt es natürlich, einen Deal zu finden, der für beide Seiten gut ist. Aber die dritte Frage, die wird oft vergessen. Nämlich, ist es gut für die Welt? Ist es gut für das System? Ist es gut für das große Ganze? Was für Auswirkungen hat das, wenn wir zwei diesen Handel jetzt miteinander eingehen? Zerstöre ich Umweltressourcen zum Beispiel? Ist es schlecht fürs System? Oder durchlöchere ich unser Sozialsystem damit irgendwie? Ist es schlecht für zukünftige Generationen beispielsweise? Das heißt, die dritte Frage macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter und macht es auch aufwendiger. Naja, und es gibt ja diesen Spruch, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Ich würde sagen, dieser Spruch stimmt nicht. Zumindest nicht so direkt. Weil zeichnen sich moralische Fragen nicht genau dadurch aus, dass sie in einem Widerspruch zum eventuellen Fressen stehen? Also, natürlich, wenn ich nur aufs Fressen schaue, nur auf ein möglichst hohes Einkommen, nur dass ich möglichst viele Ressourcen mir zuschaufle, dann ist die Welt einfach, dann ist es ganz klar, was ich tue. Dann bewege ich mich gerade am Rande der Legalität, mache die Dinge, wo für mich am meisten rausspringt. Das ist eine sehr leichte Entscheidung. Aber ich bin nicht moralisch dabei. Das heißt, moralische Fragen bringen uns ja gerade in diese Zwickmühlen, wo ich vielleicht meinen persönlichen Gewinn schmälern muss, um irgendwie etwas Gutes zu tun für die Welt oder für jemanden anderen oder zumindest niemandem dabei zu schaden. Gerade das machen moralische Fragestellungen ja aus, diese Zwickmühlen. Das heißt, in meinem Beispiel, der Job wäre gut für mich gewesen, der Job wäre gut fürs Unternehmen gewesen, aber war er wirklich gut für das große Ganze? Wohin bewege ich mit meinen Handlungen diese Welt? Und da wird es dann auf einmal kompliziert. Ich habe mich in dem Fall schweren Herzens dafür entschieden, das Richtige zu tun und das Richtige war es, nicht bei dieser Firma anzufangen. Aber warum überhaupt moralisch sein? Warum sich das überhaupt antun? Wenn es so schwierig ist, wenn es sogar zum eigenen vielleicht Schaden oder zumindest Gewinnentgang sein kann, warum das überhaupt tun? Weil ich glaube, dass wir momentan in einer der prekärsten Phasen der Menschheit sind. Wir sind ungeheuer mächtig geworden. Gerade die Entwicklungen, die wir jetzt gerade erleben, mit Telekommunikation, mit Handys, mit dem Internet, mit künstlicher Intelligenz. Hier kommen Dinge auf uns zu, wo wir einfach weltverändernd sein werden. Wir sind ja schon jetzt weltverändernd. Wir haben den größten materiellen Wohlstand jemals in der Menschheitsgeschichte für sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig. Gleichzeitig zerstören wir unmittelbar unsere Lebensgrundlage. Wir versuchen zwar den Mars zu besiedeln und wohnhaft zu machen, einen der unwohnhaftesten Planeten überhaupt, gleichzeitig haben wir hier unsere Wohnung und versauen sie.
Wir zerstören unsere Meere und wenn wir die Meere zerstören, zerstören wir irgendwann einmal auch uns selber. Im Meer gibt es nach einigen Studien zufolge schon bereits mehr Plastik als Plankton. Wir erleben ein Artensterben. Die Urwälder werden abgeholzt. Unsere Lungen zerstören wir damit. Das heißt, technisch auf dem höchsten Stand, aber was unsere Umwelt und unseren Planeten betrifft, immer schlechter auf dem Bergabweg leider. Und jetzt könntest du sagen, okay, was habe ich damit zu tun? Meine Handlung hat doch keinen Einfluss. Doch, hat sie. Weil wenn sich jeder das denkt, dann ist es leider wirklich so. Aber es ist das Umgekehrte. Das System muss bei dir anfangen. Du musst Verantwortung übernehmen. Es sind genau deine Handlungen, die etwas verändern können. Jeder von uns ist wichtig in diesem Spiel. Jeder von uns muss das Gute tun. Jeder von uns muss das Richtige tun. Unsere Welt erkrankt genau daran, dass die Menschen glauben, sie selber hätten keinen Einfluss. Ja, jede deiner Handlungen bewegt etwas auf diesem Planeten. Wenn du mit dem Auto fährst, stößt du CO2 aus. Wenn du einen Fisch isst, dann ist dieser Fisch nicht mehr im Meer. Wenn du bei einer Firma arbeitest, die irgendwie unser Sozialsystem untergräbt, dann ist das auch dein kleiner Beitrag dazu, die Welt leider schlechter zu machen. Und wir bewegen damit alle diese Welt. Es sind die kollektiven Einzelhandlungen, die sich aufsummieren und dann unsere Welt in die eine Richtung oder in die andere Richtung bewegen. Deshalb ist es wichtig, dass du das Richtige tust. Deshalb ist es wichtig, dass ich das Richtige tue. Moral ist in unserer heutigen Zeit einfach nicht mehr Privatsache, sondern unsere kollektiven Handlungen, unsere Einzelhandlungen, die sich aufsummieren, bewegen unseren Planeten in eine Richtung, die ihn entweder erhält oder zerstört. Das heißt, hier ist jeder von uns gefragt, die richtigen Schritte zu setzen. Deshalb versuche ich, das Richtige zu tun. Deshalb habe ich nicht bei dieser Firma angefangen zu arbeiten, auch wenn mir es ein bisschen schwer gefallen ist. Also, was ist das Fazit? Erstens, bei jeder Handlung stelle die Frage, ist es gut für dich selber? Ist es gut für die andere Person? Und ist es auch gut für das große Ganze? Wohin bewegst du diese Welt mit dieser Handlung? Was fängst du an mit der Zeit, die du auf diesem Planeten hast? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke jetzt unten auf Abonnieren. Würde mich freuen.